eine Fußgängerzone in Moskau, während der WM eine Partymeile. Die russische Reporterin Julia Shalitova wird von einem Fan sexuell belästigt. Solchem Verhalten sind Journalistinnen bei der Weltmeisterschaft allzu häufig ausgesetzt. Sie springen auf dich, versuchen dich zu küssen, dich anzugrapschen. Es ist zu einer Art Wetteifern geworden, zu einer Art Spiel mit weiblichen Journalisten. Es ist ziemlich peinlich, was hier passiert, besonders nachts. Immer mehr Frauen arbeiten in der männerdominierten Welt des Sportjournalismus. Die zahlreichen sexuellen Übergriffe bei der WM haben auch zu empörten Reaktionen im Netz geführt. Ein MeToo-Moment für den Fußball? Ich denke, es geht in diesem Fall nicht um MeToo, sondern es geht hier wirklich um Grundrechte und persönliche Grenzen, die Menschen unabhängig vom Geschlecht haben oder haben sollten. Es ist gut, dass weltweit ein Dialog darüber entsteht, dank der Weltmeisterschaft in Russland. Laut FIFA waren bei der WM 2014 rund 40% der Zuschauer in den 25 Ländern mit den höchsten Zuschauerzahlen Frauen. Doch Stadien und Fanmeilen sind keine Orte, an denen sich Frauen immer sicher fühlen können. Dabei sollte die Weltmeisterschaft ein Fußballfest für alle sein.